Hallo und guten Abend, Hubert. Wir hatten schon mal das Vergnügen, du hast uns schon mal einen kurzen Status gegeben und hast Lust auf ein kleines Update. Wie geht es dir und deinem Umfeld denn gerade? Im Umfeld geht es dementsprechend, es wie Wellen, ja, hohe Wellen. Es gibt Emotionen, weil wir jetzt merken, dass es doch immer weniger wird. In unserer Umgebung gibt es ja Seen und da sind die Leute noch gekommen, so Wanderer, aber das wurde jetzt alles abgesperrt. Jetzt gibt es wirklich nur ein. Ja. Ja, ich sehe das auch positiv, weil ich habe heute gemerkt, wo es schneit und es kommen uns Frösche kommen zurück. Und das bedeutet Wandlung. Und das heißt aber auch, dass du wieder in Kraft kommst, dass du Mut hast, dass du Schritt wagst zum Anfang. Und das finde ich auch schön, obwohl es im Außen natürlich gleiche Wandlung und versuche so gut es geht, doch das Ja. Schöne aufzunehmen. Und Ansonsten ist es ruhiger geworden, ja? Es ist viel ruhiger geworden außen. ja. Menschen kommen sich aber im Internet und Telefon schon näher als vorher. Man hört jetzt öfter von dem, was vorher nicht der Fall war. Und ich wünsche den Menschen, dass sie zur Ruhe kommen, wirklich zur Ruhe, weil es ist nicht leicht. Ja. Aber ich weiß, dass die Schöne siegen wird. Gibt es andere Beobachtungen noch, die du machen konntest, außer jetzt den Fröschen? Und Umfeld ist sehr ruhig. ja. Man sieht jetzt wenig Menschen. Sie halten sich danach. Das ist in Ordnung. Jetzt draußen ist, sie sollen zu Hause bleiben. Und das ist die Meinung. Und da halten sich alle dran. Ja, in dieser Gegend, wo ich bin, muss ich sagen, ja, es sind ja noch kleine Spaziergänge erlaubt. Aber es ist morgen wahrscheinlich. Okay. Jetzt haben wir beim letzten Mal die Frage auch gehabt, gibt es denn etwas, was du der Welt gerne mitteilen möchtest? Ach, der Welt. Es ist einfach die Veränderung. Und wir haben das Glück, dass wir sie mitgestalten können. Und darum sollen wir wirklich auf unsere Gedanken achten. Ja, die Achtsamkeit meiner Gedanken. Achtsamkeit ist wichtig, das stimmt. Auch sich selbst gegenüber oder gerade sich selbst gegenüber, ja. Ja, Hubert, vielen lieben Dank für dein Status-Update und wenn es dann mal wieder was Neues gibt aus deiner Gegend, berichte mir gerne. Wir freuen uns über jeden 5-Minuten-Report aus der ganzen Welt. Ja, und ich möchte meinen Freunden sagen, sie sollen unbedingt Kontakt aufnehmen mit euch. Deine Entscheidung. Vielen Dank, Hubert. Ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Thank you.